SBT Section, it's Shisha Time. Servus, liebe Shisha-Freunde. B2B begrüßt euch an einem Samstagnachmittag. Strahlender Sonnenschein, da muss man natürlich draußen rauchen. Und Freunde, wie ihr schon in der Überschrift gelesen habt, geht es heute um kein Review, sondern um ein bisschen Real Talk. Und damit fangen wir natürlich gleich an. Ich rauche gerade Shisha in der VUCA mit VIP Green Citro. Gebaut habe ich das Ganze im SWT-Setup, also Saphir Squeeze No. 9, dreiviertel voll gemacht. Kalut Lotus, zwei Black Kokos und ab geht die Luzi. Ja, Freunde, ich mache mein Hobby zum Beruf und das ist richtig, richtig geil. Das wünscht sich wahrscheinlich jeder, wenn jemand ein Hobby hat, das er zum Beruf machen kann. Und genau das habe ich geschafft, denn wie ihr vielleicht über Facebook schon mitbekommen habt, habe ich mich mit Shisha World zusammengetan und werde in Kürze einen Shop eröffnen. Also keinen Online-Shop, sondern einen stationären Shop und der wird in Ulm sein. Ja, Freunde, das ist das Ziel und da arbeiten wir gerade stark dran, denn am 20. April, also in nicht mal zwei Wochen, ist die Eröffnung und da seid ihr natürlich alle herzlich eingeladen und ja, mehr Informationen gibt es natürlich dann auch auf unserer Facebook-Seite Shisha World Ulm. Deswegen empfehle ich euch, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zur Facebook-Seite und dort haben wir auch immer geile Gewinnspiele am Start. Ich glaube, wir haben mittlerweile schon 4 oder 5 Gewinnspiele rausgehauen im Wert von knapp 2000 Euro. Und ich verspreche euch eins, bis hin zur Eröffnung werden wir weitere Gewinnspiele raushauen, die mindestens genau denselben oder sogar noch, ich verspreche es euch, noch mehr Warenwert haben. Also lohnt es sich auf jeden Fall mal auf unserer Facebook-Seite Shisha World Ulm vorbeizuschauen, um dort teilzunehmen. Ja, Freunde, wie kam ich zu dem Entschluss? Wie ihr ja schon wisst, ich rauche schon seit 13 Jahren circa Shisha und habe bis jetzt im Einzelhandel gearbeitet und jetzt war eigentlich der perfekte Zeitpunkt, zu überlegen, warum mache ich das Ganze, was ich jetzt nebenbei immer gemacht habe, Shisha rauchen, warum mache ich das Ganze nicht einfach zu meinem Vollzeitjob? Das hat sich natürlich bei mir schon immer angeboten, doch nie hat sich die Möglichkeit wirklich ergeben, das Ganze umzusetzen, denn ich möchte ja nicht irgendwie das Ganze machen, sondern ich möchte natürlich eine möglichst 100%ige Sicherheit haben, denn ich habe keine Lust, in einem halben Jahr oder in 2 Jahren oder in 3 Jahren mir wieder einen neuen Job zu suchen und deswegen hat sich das Ganze jetzt ziemlich weit nach hinten raus verzögert. Aber jetzt habe ich den Entschluss gefasst und den Schritt gewagt und habe es jetzt mit Shisha World zusammen gemacht und ja, wie schon gesagt, ich freue mich richtig drauf. Shisha World Ulm wird ein richtig, richtig geiles Teil. Ich freue mich so dermaßen drauf. Und ich mache das natürlich nicht alleine. Ich habe natürlich ein super starkes Team in Ulm. Ich habe mit dabei die Linda, ich habe den Timo aka Shisha-Zipfel am Start und ich habe den Ümit, die alte Spaßkanone, mit im Boot. Also Freunde, macht auf jeden Fall mit, lasst das Video richtig zerstören. Wir rauchen jetzt noch kurz in die Kamera. Und mit diesen drei Leuten kann das Ganze nur geil werden und ein besseres Team kann man sich natürlich für den Start in Ulm nicht wünschen und deswegen kann ich euch nur empfehlen, schaut vorbei zum Eröffnungswochenende 20. 21. und 22. April. Dort werden wir sowas von die Sau rauslassen, da wird sowas von reinbetoniert. Ich kann es euch versprechen, unser Laden wird dermaßen geil werden, denn wir werden allein schon, was die Optik und die Warenpräsentation angeht, alles auf ein neues Level anheben. Ja, also die Billigregale, die IKEA-Zeit ist bei uns definitiv vorbei und wir werden das Ganze hochprofessionell angehen. Also ich kann euch nur sagen, schaut es euch direkt live vor Ort an. Ihr werdet sowas so gut wie noch nie gesehen haben in Sachen Shisha-Läden.
Ja, Freunde, mehr kann ich zu dem Ganzen jetzt nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, es wird noch mehr natürlich auf meinem Kanal diesbezüglich online gehen. Wenn der Shop offen hat, werde ich euch natürlich den Shop so detailreich wie möglich präsentieren. Wir haben sehr, sehr viel geplant und ich bitte euch, supportet mich, indem ihr auf Shisha World Ulm mit Facebook geht. Wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung. Dort die Seite mit Gefällt mir markieren und dort erfahrt ihr immer das Neueste rund um den Shop in Ulm. Und das wäre eigentlich schon alles, was ich von euch haben möchte. Das wäre genial, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützen würdet. Und ja, ganz normal geht es natürlich auf meinem Kanal Shisha Warentest weiter. Das ganze Thema mit Ulm und Shisha World hat natürlich keinen Einfluss auf meinen Kanal direkt. Ich werde weiterhin meine Reviews so drehen, wie sie bis jetzt gedreht worden sind. Das heißt, ich lasse mich da nirgends beeinflussen oder irgendwas dran ändern. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass ich jetzt mit Shisha World zusammenarbeite, das ist einer der größten Shisha-Shops überhaupt deutschlandweit, habe ich natürlich die Möglichkeit, viel mehr Ware zu präsentieren und vorzustellen. Denn der Shop hat ja förmlich alles auf Lager und somit kann ich euch natürlich noch viel, viel mehr geile Produkte vorstellen. Und da ich mich nicht beeinflussen lasse, könnt ihr auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen, dass alles neutral getestet wird, wie immer auf meinem Kanal. Ja, Freunde, und dann war's das für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mit eurem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren könnt ihr jetzt direkt hier bei mir. Und zum letzten Video geht es halt hier drüben. Genau. Dann sage ich danke. Bis zum nächsten Mal. Euer Big2B. Servus.